Aufnahme. Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Twainsim World und heute mit der lang ersehnten Rücktour für die Abwechslung. Wir fahren von Steinbeck nach Hagen. Steinmetz. Wie heißt eigentlich da der Konkurrenz zu Jochen Schweizer? Freddy Wissler. Das ist nicht Langerfeld. Und los geht die wilde Fahrt, meine Damen und Herren. Wenn ich nichts vergessen habe. Da. Tobi ist übrigens immer noch in der Wuppertal-Map. Es liegen zwischen der letzten Aufnahme und dieser ungefähr 30 Sekunden. Ein bisschen mehr. Ja, ich bin aber noch im gleichen Spot. Also schaut mein Video rein. Ja, also den Live-Kommentar quasi 1:1 wiedergegeben. Ich freue mich immer, wenn ich helfe. Ich hab Langerfeld gefunden. In der Nähe von Schwelm. Kommt also hin. Du kommst da vorbei, aber du warst da schon leider, Matthias. Also da hast du mir nicht mitgeholfen mit, da fahre ich noch hin. Entschuldigung. Ich wollte dich eigentlich nicht absichtlich verwirren. Nicht schnell. Bitte immer versehentlich. I need a Straße, Straße, Straße is what I need. Hey, hey. Ach, Kohlenstraße. Da bin ich ja praktischerweise schon. Ach, dann ist das hier die Kreuzing. Kreuzung. Kreuzing war Dallasstraße. So, und dann geht's hier nämlich nach Nord weg zur Kohlenstraße. Und da ist die Windhoekstraße und wo ist mein Start? Start ist die Meckinghausstraße. Müsste ja dann, wenn mich alles täuscht, hier sein. Ja, ja. Mich täuscht alles, deswegen ist die hier. Hilgershöhe. Nee. Merklinghausstraße, Entschuldigung, alle Merklinghäuser. Alle drei. Alle drei Leute, die auf dieser Straße wohnen, Entschuldigung, dass ich euren Straßennamen falsch ausgesprochen habe, aber ich habe den Spot gefunden. Wir haben immer noch eine Runde Wuppertal vor uns. Das war jetzt die vierte. Sehr. Weiß ich schon so wie ich. Ja, das ist schon. Also ich bin gehypt. Würde ich fast sagen. Ja, wie es weitergeht und wie ich mich hier schlage, seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis nächste Woche, tschüss! Man will jetzt abgeschaltet hat, ne? Ist zu doof, die Videolänge anzuschauen. Der hat YouTube nicht verstanden. Oder durchgespielt. Kannst du jetzt auch so. Hier, Klingelholl. Hä? Ja, die Straße hier heißt Klingelholl. Achso. Ach, hier ist doch schon 90. Gehen wir nicht auf den Sack. Wenn ich mal meine Klingel hol. Gegen dein Bein hämmere, dann schmerzt es doll. Tobi ist auch so ein Poet verloren gegangen. Also so gründlich, der ist auch nie wiedergekommen. Ja, genau. Der Schützenstraße und die Winchenbachstraße. Da wünsche ich mir natürlich, den Spot jetzt hier zu finden. Dessen sagt mir das Spiel, ne, du gehst eine Straße weiter, hier bin ich nicht durchgefahren, ich bin Google-Autofahrer. Also das wollte ich eigentlich auch nochmal gerne loswerden, ne? An alle Google-Auto-Menschen, ne. Seid ihr dumm? Das ist eine sehr direkte Formulierung. Ja, ich wusste nicht, wie ich das anders formulieren sollte. Wieso fahrt ihr manchmal Hauptstraßen nicht lang und stattdessen? Nebenstraßen.
Könnte es natürlich meinen, dass ich dumm wäre, weil ich so ewig gebraucht habe, was zu sagen. Aber das schneiden wir raus. Diese awkward Pause schneiden wir einfach raus. Komm, sag mir einfach, wie die Ausfahrt hier heißt. Ich fahre jetzt extra bewusst auf die Autobahn drauf. Gucken, wie die Ausfahrt heißt. Das ist aber schon verzweifelt. Beinahe IQ-Move. Weil der gerade von dem Güterzug überholt, das finde ich nicht nett. Von dem Güterzug ein 200 IQ-Move. So. Jetzt muss ich von der Autobahn leider wieder runterbacken. Oder das abfahren. Ist insofern auch doof, weil der hat rot und ich darf fahren. Tschüss, Kollege. Halt bitte an, sonst kracht's. Das war nicht Verzweiflung, kommen. Matthias, das war ein 200 IQ-Move, ja? Oh. Kann man jetzt so oder weiß so sehen. Weiß mich jetzt, wo ich hier bin. Geil. Soll ich dir sagen? Ja. In Wuppertal. Danke. Da hätte ich nicht mitgerechnet. Schützenstraße, guck mal, hier ist die Schützenstraße und dann gehen wir mal zum Start zurück. Schützenstraße kennen. Nee, das Ding hieß Klingelholl, ne? Mhm. Ja, Klingelholl. Hier ist Klingelholl. Ich kenne in Dortmund nur Düppersholl. Das ist auch nie besser. Ja. Das Schlimmste ist, dass ich das kenne. Riescheider Straße. Ah. Hier ist Riescheider Straße und hier. Ja, das ist ja auch cool. Ach so, ja, weil Wuppertal muss ja alles Einbahnstraßen haben, genau. Stimmt, ja. Ein innovatives Verkehrskonzept, was sich glücklicherweise noch nicht in jedem Land durchgesetzt hat, wollte ich schon sagen. So, guess. Guess what? 0,6 Meter weg. Ich stoppe die Stoppuhr. Wo ist sie? Hat ja nur 24 Minuten gedauert, volle Punktzahl zu holen. Also 24, 27 für alle, die das schlagen wollen. Nehmt die Map von JM, die Wuppertal Map, nicht die von Hallo Sebastian, ich bin. Wie heißt er? Leon. Leon, genau. Danke. Warum weißt du das noch? Ich hab's mir aus Versehen gemerkt. Denn die Karte ist einfacher als die andere. Ich finde, wir haben einen repräsentativen Schnitt um Wuppertal, wenn man Ronsdorf ausklammert, kann man quasi mit den 5 Spots die Stadtgrenzen von Wuppertal nachbauen. Das hat doch auch was. Oder? Mhm. Ronsdorf müssten wir noch einen 6. Spot haben, sonst geht das leider nicht. Das tut mir leid. Erfährt ihr die A1 direkt? Ja, indirekt. Wollte ich gar nicht. Ich wollte die Folge beenden. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Zuschauen, nicht schön. Nächste Mal. Ciao. Ey, ich finde meine Abmoderationen, die sind immer echt grandios. Das ist richtig. Hab ich gesagt, ich wollte 2 Sachen machen? Nee. Doch, hast du nee. Gesagt. Also, nee. Auf Kamera gehabt. Nee. Ich habe aber auch nicht gedacht, dass das 24 Minuten gedauert hat. Und noch dann eine Map, die du kennst. Ah. Ja. Bochum oder so. Ja, das mache ich jetzt. Komm. Ich kann Wuppertal auch. Ich habe da 25.000 ja, Punkte geholt. Du weißt aber, was ich meine. Nee. In Zeitpunkt. Ui. Ich denke mal, in Bochum brauchst du nicht 24 Minuten. Ja, aber einen anderen Account. Ja, guter Punkt. So, Fell. Hallo, ich bin's nochmal. Matthias ist auch noch da. Moinsen. Ich habe ja gesagt, wir spielen 2 Maps. Habe ich schon wieder vergessen gehabt. deswegen die 2. Map, weil Wuppertal so lange gedauert hat. Bochum. Gucken, wie schnell wir da brauchen. Day. Da. Nee. Das starte ich nochmal neu. Die lief ja schon. Start. So. Wir sind hier an einer Stelle, die ich kenne. Heinrich-Kämpchen-Straße, genau. Das ist in
Dahlhausen. Ich merke schon wieder im Let's Play Aufnahme-Dingens. Ist das immer schwieriger, weil da quatscht man noch so viel bei, weißt du? Ja. Bin mir dessen bewusst. Nee, Norden. Ich nehme ja häufiger auch falsch mal was Haltestelle, genau. Und dann. So, da ist das eine Haus, da ist das Kist. Los, komm, ja, 5000 Punkte, zweite Runde. Erster Spot war easy. Zweiter Spot, der kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ich gehe fast davon aus, der ist auch easy. Aber 2,5 Minuten werde ich wahrscheinlich im Let's Play trotzdem nicht schaffen. Das ist auch gar nicht Sinn und Zweck des Let's Plays. Nee. Machen Double Check. Hier geht's nach links, springt Gorum raus, genau. Ist klar. Das heißt, wir sind da, wo sich die Fahrbahn schon teilt, in der Nähe der Kurve hier. Die Brücke kann man sehen. Hier können wir leicht Punkte verlieren. Leicht doch, aber das ist auch halt immer Kacke. Weil die Autobahngenauigkeit ist natürlich immer doof. Also ich zähle das für mich jetzt einfach als, ich habe den Spot gefunden. Wenn das Spiel meint, ich hätte ihn nicht gefunden. Ja, egal. Ach, das muss ich echt mal rausnehmen, es gibt mir so einen Keks, ne? Weiß Alien Musik. War verfällt. Eine Idee, Rathenau Straße. Tatsächlich, Wuppertal Langerfeld. War ich schon vorbei. Danke. Ich nehme einfach den Teil gleich nochmal neu auf, sag dann. Nee, mach ich nicht. Westerstraße. Ah, da sind wir. Warte mal, von wo kommen wir denn jetzt? Von Norden? Hä? Hä? Kat doof? Teile der Antwort könnten die Bevölkerung, in diesem Fall die Abonnentenzahl, verunsichern. Ich muss einfach nur näher ranzoomen. Ha. Hier war ich tatsächlich noch nie. Hier ist das Google-Auto auch nicht weiter durchgefahren. So, also für 25.000 Punkte in der Rekordzeit von 2,5 Minuten, wie ich es mal geschafft habe, braucht man aber auch wirklich nur Spots. Die man kennt. Die aber, ja, die direkt auf einer Kreuzung liegen, wo du nicht ausarbeiten musst, wo der Spot jetzt ist. So, hier bin ich. Also du siehst eigentlich nur auf der Kreuzung zwei Straßennamen, findest die Kreuzung sofort, dann kannst du es vielleicht sogar in unter 2 Minuten schaffen. Verstehe ich. Vielleicht in hier starten. Ah, ein Szenario. Ah, super. Danke Google, dass du auf Entfernung das Straßenschild unkenntlich machst. Straßenbahn? Ah, hier. Alles klar. Garten. In einer Sackgasse. Im Namen Friedrichsburg. Hier noch eine Straße ab. Nee. Dann verlassen wir das schöne Wuppertal wieder nach Schwelm. Ah, komm, da sind wir. Ja, da sind wir. Easy. Okay, da weiß ich auch, wo ich bin.
Das ist auch wieder so ein Spot, wo ich sage, yo, komm hier. Mich veräppeln, das ist doch eindeutig hier. Das ist genau hier. Yes. Okay, ja, bei einem Spot ein bisschen Pech mit der Autobahn, dass das Spiel unbedingt meinte. So, das hat jetzt 5 Minuten 44 gedauert. Das ist eigentlich auch eine verdammt gute Zeit, ne? Jo. Für Quatschen dabei. Und hier halt dieser eine Spot. Vielleicht hätte ich mit dem Grün hier arbeiten können, aber nee, hätte ich nicht. Also einfach hier. Solche Ecken, nimmt die raus. Das ist kacke. Okay, jetzt aber wirklich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei GeoGuessr, morgen bei Omsi und am Freitag bei Trainsim und am Samstag bei Omsi. Und tschüss. Tschüss. So, jetzt aber wirklich. Kann ich das morgen kurz zusammenschneiden und hoch? Ja, passt schon. Ah, dann muss ich mal heute meinen. Das war echt eine interessante Steigung hier, also 3% bzw. Gefälle. Das hat schon viel Schönes. Ja. Das stimmt. Das ist, glaube ich, der guter Zug, der mich gerade überholen würde. So, das okay. Ah ja. Video-Comments. Ich habe hier einen Kommentar zum Beantworten. Das ist doch prinzipiell was Schönes. Klar. Immer gut.
hier nur 80 ist, weiß man aber auch nicht so genau, ne? Nee. So. Einmal angefordert. Ihr habt jetzt gerade gehört, warum Tobi keine Karriere im professionellen Beatboxing anstrebt. Was? Warum denn nicht? Weiß ich auch nicht. War nicht gut. Ja, war jetzt nicht so für eine Weltkarriere in Hollywood geeignet, aber für einen Hausgebrauch war er schon ganz schön. Danke. Warum filtert YouTube eigentlich neuerdings automatisch immer Kanal und Videokommentare erstmal nach denen, die ich noch nicht beantwortet habe? Weiß ich nicht. Wenn wir jedes Mal den Filter wegklicken, damit ich die Kommentare hier nochmal sehe, wo mir auf meine Antwort geantwortet wurde. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Kann dir aber auch nicht sagen, warum YouTube das macht. Ich weiß nämlich bei YouTube generell nicht, warum YouTube Sachen macht. Wobei bei einigen würde es mich interessieren, woran es liegt. Oh, ich habe einen Support-Kommentar leider noch nicht beantwortet. Schämen Sie sich. How do you make it run smooth? On Spando, I get lags and low FPS. The trick here is to have hardware that can run the minimum requirements. Aber that fulfill the minimum requirements. Oh. Ja, das ist einer der Kommentare, die ich ignoriert habe. Dann habe ich mal einen Kommentar, als ich vor zwei Jahren, als ich da Extraschicht gemacht habe, ne? Mhm. Auf Gladbeck und dann auch eine Linie nach Dortmund gezeigt habe, glaube ich. Kannst du mal eine Extraschichtlinie nach Dortmund machen? Ohne Fragezeichen. Ja. Du, ich hatte aber auch schon einen, der mir damals in meinen FA-Videos irgendwie drunter geschrieben hatte, ohne Bitte oder irgendwas, ein Video zu Thema XY, bitte. Also Bitte stand da nicht, ne? Das habe ich jetzt gerade im Wahn schon wieder hinzugedichtet, weil ich bin ja ein netter Mensch. Und da war meine trockene Antwort auch einfach Kapitel 4, das zu dem Zeitpunkt seit 4 Monaten draußen war oder so. Ich hab hier auch noch den Kommentar, Deutschland ist die schönste Land in ganzen Welt. Das hat doch schon wieder Charme. Also und der Typ, kannst du mal eine Extraschichtlinie nach Dortmund machen, der hat dann 19 Omsi-Folgen später Hu geschrieben. Konsequent. Dann hat hier einer geschrieben, in so einem City Skylines Video, mal wieder schön über 10 Minuten geschreckt, CCC. Das finde ich ja wiederum lustig. Ja, weißt du, warum du das lustig findest? Weil ich das war. Ja. Genau. Ich kenne meine Kommentare. Das ist aber doch gar nicht mehr aktuell, 1.11. In seiner Folge Omsi. Du schreibst aber nur Bullshit in meine Kommentare. Ja, natürlich. Und als ich dann ein Video aus meiner überarbeiteten Städtedreieck-Version gezeigt habe, ne? Mhm. Habe ich dann echt den Kommentar bekommen, weil ich dann erzählt habe, was man so machen könnte, glaube ich auch, ne? Und bei der
Pulshofstraße beim Zentralpark die Straße vierspurig markieren. Ja, vierspurig markieren bringt ja nichts. Wenn, müsste man sie auf vier Spuren ausbauen. Ich sehe aber den Nee, das ist diese Straße da unten, die wirklich zwei Spuren pro Richtung hat. Aber ohne Markierung. Ach so. Ja, halte ich mit dem Bus einfach mittig. Wäre dann meine Antwort gewesen. Aber ich bin wieder Gevelsberg Hauptbahnhof. Das ist so ein klasse Bahnhof. Ne? Ich habe auch einen Typen, der hat unter 3 Videos an. Nice geschrieben. Das war ich nicht. Nee. Das wäre mir viel zu freundlich. Steht sogar ein Bus als Objekt rum. Gucken wir uns den erstmal näher an. Der ist ja schön detailliert. Super Video, ich wohne in der Nähe von der U-Bahn-Station Riemke Markt. Cool. Okay, danke. Wusste, der hat auch unter einem Video 2 Kommentare geschrieben. Wusste nicht, dass die U35 nach Recklinghausen fahren soll. Wohne in Bochum, bin öfter in der City. Ja, das ist schön für dich. Hallo auch. Aber mein Lieblingskommentar ist immer noch echt super schön. Daumen hoch. Mach weiter so, denn du wärst ein großer Verlust für die Streaming-Welt. Das hat viel, viel Schönes. Ich hab. Das war unter einem Video, wo ich noch nicht gestreamt habe. Ich erinnere mich. Das hat viel, viel Schönes. Vielleicht gefallen dir meine Videos auch. Lass mich raten, du hast nicht reingekommen. Nee, ich hab den Kommentar schon ignoriert. Willst du denn so wachsen, Tobias? Du musst dich doch mal ein bisschen für deine Follower. Sag mal, ich geh mal auf seinen Kanal, der hat 92 Abonnenten und macht komische Videos. Also welche Spiele das spielt er denn? Also mit den komischen Videos trifft er auf uns auch zu. Er spielt Assetto Corsa Competizione Karriere. Jo. F2 Hot Labs. Kann man machen. Hat er ein Video in einer Playlist. F1 2019 Tutorials. Mhm. F1 2018 Karriere. Mega. Kommentiert dann bei mir unter einem GeoGuessr-Video. What the fuck? Und letzte Woche habe ich den Kommentar Hi bekommen. Darauf ist, Hi. Darauf ist natürlich die korrekte Antwort Na? Fragezeichen. Also. Nein, ich habe mir gedacht, wenn der irgendwas von mir will, dann soll er nicht erst Hi schreiben und auf meine Antwort warten, dann soll er das bitte direkt in den Kommentar reinschreiben. Ja. Deswegen habe ich gedacht, antworte dir da nicht drauf. Wenn du was willst, schreib mir. Höchstverständlich. So. Was? Auf Twitter gehen. Bin ich immer mal wieder zwischendurch. Stattdessen habe ich irgendwie in meinem Lesezeichenleiste was verschoben, statt auf Twitter zu gehen. Ich wollte eigentlich auf das Twitter draufklicken in der Leiste, weißt du? Verrückte Sache. Doch Fritzi Merz hat sich auch wieder auf Twitter ausgekackt. Echt? Hat er denn geschrieben? Ja, dass er den Kohleausstieg kritisiert. Das wundert mich jetzt nicht bei dem Typen, aber das ist. Er hat den Kohleausstieg kritisiert. Ist der dumm? Konservativ. Könnte sein Grundvoraussetzung. Warum wählen eigentlich so viele in Deutschland konservative Parteien? Alle alt sind und auch konservativ.
der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Wir haben das immer so gemacht und nur weil da jetzt eine große Wand ist, fahren wir trotzdem 120. Die haben zwar eine Wand quer über die Autobahn gebaut, aber ich bin hier immer 120 gefahren. Ich fahre jetzt auch mit 120 dagegen. Nee, ist ja kein Tempolimit vorgeschrieben, das ist ja beliebig. Ich verstehe das doch alles auch nicht. Naja, gerade hier im Ruhrgebiet kenne ich wenig Ecken, ja, wo natürlich Tempolimit nicht vorhanden ist. Ganz ehrlich, im Normalfall, im Normalfall, wenn ich Autobahn fahre, läuft das folgendermaßen ab. Ich fahre auf, beschleunige auf 100 und klebe dann rechts. Wenn 120 erlaubt ist, fahre ich auch 120. Fahre ich 120. Ich klebe trotzdem recht. Außer es ist ein Auto, hier ein LKW vor mir. Ja. Guck mal, das Einzige, wo man hier, was ich hier spontan weiß, wo man schneller fahren darf als 120, ist auf der 44 von Bochum nach Dortmund. Ja, und da kann es ja aber auch passieren, dass es einfach verkehrstechnisch nicht funktioniert. Das geht eigentlich, da ist, die ist nicht so stauanfällig und dreispurig ausgebaut. Ja, dann wiederum hast du eine relativ hohe. Ich sehe aber auch immer keinen großen Sinn da drin, großartig schneller zu fahren. Wenn ich das machen möchte, habe ich dafür einen PC mit mannigfaltigen Möglichkeiten, das auszuleben, ohne mir dabei die Knochen zu brechen. Ja. Also ich verstehe auch nicht die Leute, die unbedingt. Aber ich hatte da jetzt schon mal diese Theorie zu, man könnte denen ja einfach mal einen Autobahnabschnitt geben, wo sie schneller fahren dürfen als 120, oder? So als Tempolimit, ne? Mhm. Und der kann ja irgendwo in Deutschland sein, der kann ja vielleicht 20 Kilometer lang sein, einfach nur um das Schnellfahren mal ausüben zu dürfen. Aber wer auf diesen Autobahnabschnitt drauf möchte, der kann ja isoliert sein. Der muss unterschreiben, dass er ab sofort von jeglicher Haftung durch Versicherung zurücktritt. Für die Nutzung dieses Abschnitts, dann kann er da rumrasen, wie er möchte, scheiß drauf, und wenn er wieder runterfährt, ist wieder alles gut. Aber wenn ihm da was passiert, da haftet er ganz alleine für und ist selbst schuld. Aber das ist ja so eine Meinung, die wahrscheinlich sehr unpopulär ist. Wie gesagt, mich trifft, also mich trifft ein Tempolimit in keiner Art und Weise. Ich fahre dreimal im Jahr Autobahn, wenn es hochkommt. Ich selbst ja schon zweimal. Ach so, ja, wenn du Hin- und Rückfahrten zählst. Ach so. Hier, Postillon schreibt, großzügige Frau spendet monatlich ans Fitnessstudio. Das finde ich solidarisch. Meine Güte, bin ich müde. Ich bin aber gleich da, keine Panik. ich wollte gar nicht drängeln. Man muss dazu sagen, Tobi hat gestern Super Bowl geguckt. Ist es gestern? Heute Nacht? Nee, mittlerweile ist es gestern. Ah, oh ja, 1:36 Uhr. Und dementsprechend ein wenig geschlaucht.
Das geht, aber ich bin halt auch noch ein bisschen erkältet von woher auch immer. Passiert bei dem Wetter aber auch schnell. Kann man vertreten, die alte Position. Ja, immerhin. Gut, hier ist es aber auch gar nicht so, dass die Hälfte des Zuges hinten rausgucken könnte. Da müsste ich schon sehr früh bremsen. Ja. Ach ja, gut, die 40 stand angeschlagen, aber die 40 war mir nicht angezeigt. Das ist auch immer wieder lustig. Sehr gut. Egal. Ist ja jetzt hier nicht mehr so schlimm. Das ist ja, man verliert dann ja nur für den einen Abschnitt die 30 Punkte. Das ist ja nicht so die Riesenbestrafung im Vergleich zum Trainsim. Ja. Wo dann sofort irgendwie 8000 Punkte Bestrafung kriegt. Persönlich auch nie verstehen werde. Dieses System. Auch nicht. Kann ich dir auch nicht helfen? Mein Handy ist vollgeladen. Meins auch. Vielleicht dann 10 Minuten, dann ist wieder leer oder so. Extensive Nutzung. Türen entriegeln. Habe ich getan.
Jetzt kenne ich leider den Hagener Hauptbahnhof nicht, sonst würde ich sagen, ob der so aussieht. Ja, auch nicht sagen. Ich hätte eine Idee, wen man fragen könnte. Ich durchaus auch. Ja, sie sehen hier einen kleinen Spike in der Geschwindigkeit, aber ansonsten einigermaßen vernünftig gefahren. Würde ich mal behaupten. Ja, immerhin. Hat auch für eine Goldmedaille gereicht. Gut. Dann bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder beim Transim. Bis dahin, macht's gut. Und tschüssi. Tschüss.